Diesmal zu Gast in der Sportarena. Christoph Hanke und Afra Hönig aus München. Beide gehören zum Weltcup-Team, sind gerade in die Saison gestartet, bereiten sich zum einen auf die Olympischen Spiele und auf die weiteren Wettbewerbe vor. Interview mit Alex King vom FC Bayern Basketball. Nach dem Sieg im Pokalwettbewerb streben die Münchner nun auch nach der deutschen Meisterschaft. Der Small Forward spricht über die Situation bei den Bayern und über das mögliche Double. Und am 21. April heißt es wieder Boxen live auf München TV. Zu Gast Emre The Lion Junior Çukur, der noch im Juni um die Junioren-Europameisterschaft kämpft. Ebenfalls zu Gast Alex The Great Rigas und Robin Krasnitschi. Die Münchner Boxer steigen am kommenden Wochenende in Weilheim in den Ring. Servus und herzlich willkommen zur Sportarena live. Diesmal hier der erste Teil aus dem Audi-Dom, bei dem gerade die Basketballer des FC Bayern ja jede Menge Termine für ihre Sponsoren, für ihre Partner absolvieren müssen. Trotzdem hat sich Alex King Zeit genommen und wird ein paar Minuten mit uns mal ratschen. Alex, erstmal danke, ja, dass du ein bisschen hier Luft machst hier. Was ist denn eigentlich los bei euch? Was läuft denn da? Ich glaube, da werden jetzt die Trikots noch unterschrieben. Ein neues Teamfoto wird natürlich geschossen wegen dem neuen Trainer. Und ja, Interviews. Ist ein bisschen gute Abwechslung zum Alltag, zum Geschehen rundherum? Nee, eigentlich nicht, weil es unser Off-Day ist eigentlich. Deswegen wäre das jetzt eigentlich auch passend gewesen, wenn wir einen Trainingstag gemacht haben, statt Training. Das also eigentlich hättet ihr heute frei, ihr könntet zu Hause mal so richtig entspannen und genau, nichts geht. Entspannen können nach einer sehr körperlich anstrengenden Woche, die wir hatten. Wäre jetzt ein ganzer freier Tag natürlich günstig gewesen für uns, auch für die Familien noch natürlich. Und, das ist unser Job, das ist auch nicht nur auf dem Court, sondern ein bisschen auch abseits des Courts auch unsere Pflichtungen machen. Und da gehören solche Tage wie diese dazu. Doppelt danke, dass du dann ja, nochmal Zeit hast. Ey, klar. Ja, harter Job. Spiel in Frankfurt, ihr lagt lang hinten, 19 Punkte sogar, dann habt ihr es aber noch rumgerissen, 87-83 am Ende gewonnen. Ja. Was ist los? Warum fällt es euch momentan, hat man das Gefühl, öfter sehr schwer, so ein Spiel vielleicht zu dominieren, um es dann zu gewinnen? Ihr gewinnt ja zu Gott sei Dank noch. Ja, man darf Frankfurt nicht unterschätzen. Die werden sehr gut gecoacht von Gordon Herbert und von dem Staff. Halt ist eine junge Mannschaft, ist eine bissige Mannschaft. Die spielen ihre Systeme sehr gut, spielen bissig in der Verteidigung. Man muss ihnen auch natürlich Respekt zollen. Die spielen eine sehr gute Mannschaft. In der Position, wo sie sind, hätte keine Mannschaft gedacht, da gehören in Anführungsstrichen andere Mannschaften hin mit einem höheren Budget. Die stehen auf Platz 8, die könnten genau, in den Playoffs euer erster Gegner genau, werden. Richtig, deswegen, man darf die überhaupt nicht unterschätzen. Und wir sind natürlich in so einer Phase, wo wir natürlich uns wieder ein wenig neu finden müssen. Und dann kann es natürlich passieren, dass wir ein paar Up and Downs haben. Aber ich denke, wir haben sehr viel gezeigt im vierten Viertel. Da haben wir einen sehr großen Aufholjagd gemacht. Unser kleiner X-Faktor, Braden Harps, ist da reingekommen, hat das Spiel ein bisschen geändert. Ja, den hat der Trainer aber auch lange schmoren lassen. 25 Minuten erstmal sitzen lassen, bis er dann wahrscheinlich so heiß war, dass er ihn gar nicht mehr bremsen konnte. Und dann hat er losgelegt. Ja, richtig. Er saß lange auf der Bank, aber hat immer von der Bank immer unterstützt, hat immer die Spielzüge von den anderen Mannschaften, den Spielern von uns gesagt, geholfen sehr viel. Und das zeigt auch sehr viel Charakter, dass man das macht, auch wenn man so lange auf der Bank sitzt und davor sehr viel gespielt hat und jetzt in ein anderes Spielsystem sich reinfinden muss. Es ist nicht nur für ihn, es ist auch für viele andere Spieler eine kleine Umstellung. Daher, wie gesagt, war das ein langes Spiel, ein schweres Spiel. Wir waren 18 Mal hinten gewesen, aber wir haben die Köpfe nicht unten gelassen, sondern wir haben weitergekämpft und wichtige Entscheidungen getroffen. Wie hat sich das Ganze jetzt denn so wieder eingespielt, nachdem ja dieser Trainerwechsel kam, der für Außenstehende wirklich sehr überraschend kam? Plötzlich, ihr seid Tabellenplatz 1, ihr habt den Pokal gewonnen, ihr wart im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs und trotzdem muss der Trainer gehen. Jetzt kommt der neue Trainer, Trajan Ranjovic. Und nun, du sagst ja gerade, wir müssen uns ein bisschen umstellen, wir müssen uns ein neues Spielsystem gewöhnen. War viel Unruhe auch für euch dabei? Ja, schon. Das war für uns natürlich auch ein Schock. Es ist schon eine Umstellung. Man wusste nicht, okay, was wird passieren, welcher Trainer wird kommen. Lag es jetzt an uns? Warum? Man hat sich natürlich in Frage gestellt als Spieler. Aber ich glaube, dieses Thema, das geht natürlich an Management. Das ist deren Entscheidung. Und wir müssen natürlich als Spieler versuchen, einfach auf dem Spielfeld
das zu machen, was unser Job ist. Und das ist, Spiele zu gewinnen, als Mannschaft zusammenhalten. Und was kommt, das kommt. Und da kam dann neuer Trainer. Für ihn war es auch natürlich eine neue Situation. Eine Situation, wo wir uns schon als Mannschaft schon sehr gut gefügt haben und hatten unsere Rollen gehabt. Und nicht nur auf dem Spielfeld, abseits, es kommt ja sehr vieles, es ist ja eine Umstellung. Ein neuer Trainer will natürlich auch seine neue seine Identität bringen. Ja. Und das ist schon nicht schwer für beide Seiten. Hat's vorher so, hattet ihr so ein bisschen das Gefühl, es hakelt gerade so ein bisschen? Wir haben so vielleicht ein bisschen Sand im Getriebe? Ja, schon. Es war halt, wie gesagt, die Trainingsweise war anders für uns. Wir haben sehr viel an unserer Defense gearbeitet, sehr viel an unserer Kondition, dass wir besser in Shape sind. Und das haben wir jetzt gemacht. Und das hat sich jetzt im Frankfurt-Spiel im vierten Viertel also sich bewiesen, dass man 38 Punkte haben wir gescored im vierten Viertel. Das gegen Frankfurt, das ist keine leichte Sache. Und da hatten wir irgendwie noch Luft nach oben. Und ja, das haben wir dann geschafft. Wie siehst du deine Rolle beim FC Bayern? Du bist ja seit 2016 hier, hast jetzt auch mitgeholfen, den Pokal zu holen. Du bist jetzt ja keiner von denen, die meisten Punkte machen. Also du bist ja keiner von denen, wenn man so landet, der Superstar beim FC Bayern. Ja. Trotz alledem bist du einer von diesen Faktoren, die es ja braucht, um so ein Team zusammenzuhalten. Was ist denn so dein Bereich, wo du sagst, jawohl, das ist meine Rolle hier? Ja, da muss man immer mit dem Trainer sprechen, was meine Rolle ist. Ich bin halt ein Spieler, der immer hart arbeitet im Training und versucht, das natürlich auch im Spiel dann auch umzusetzen. Halt, wenn ich hart arbeite und trainiere, versuche ich natürlich auch, meine Zeiten dazu zu bekommen oder mich zu präsentieren. Ne? Ich versuche halt, die Mannschaft natürlich zusammenzuhalten. Ich bin ein Old Hair, wie man so sagt, auf gut Englisch, der ein guter Teamspieler ist und gute Laune in die Kabine bringt. Das ist auch eine Rolle, mit der du gut leben kannst? Ja, natürlich. Ich möchte jetzt nicht der Handtuchwedler sein, sondern ich trainiere schon und reiß meinen Arsch auf gut Deutsch, um natürlich meine Spielzeiten zu verdienen und zu bekommen. Und ist natürlich immer nicht leicht als Spieler, als Basketballspieler nur auf der Bank zu sitzen und nicht zu zeigen, was man auch im Training oder abseits des Feldes auch beifügt. Und, die Rolle musste ich schnell einfinden und das habe ich auch. Und ich versuche natürlich weiterhin hart zu arbeiten, um natürlich meine Spielzeiten zu bekommen. Wir haben halt ein Luxusproblem mit Spielern und da ist es natürlich schwer, da seine Minuten noch zu bekommen. Ich halte mich fit und bin immer ready, wenn ich dann reinkomme. Ihr seid vorne in der Tabelle, Alba jagt euch so ein bisschen, danach ist schon so Luft. Also ihr werdet wohl als Erster oder Zweiter sicherlich in diese Playoffs reingehen. Nun hast du schon eine Meisterschaft gewonnen mit Frankfurt damals, hast auch schon Pokalerfolge gefeiert. Das heißt, du weißt, auf was es dann ankommt, wenn Entscheidungsspiele oder Entscheidungsserien anstehen. Mhm. Wenn du so den Kader jetzt beurteilst und mit den anderen Mannschaften vergleichst, habt ihr das Potenzial dieses Jahr, dass du so nicht sagst, jawohl, also wir gehören auf jeden Fall zu denen, die den Titel holen können? Ja, Potenzial auf jeden Fall. Was ich in den Jahren so gelernt habe oder was ich jetzt so Erfahrungen gesehen habe, ist es nicht nur, dass man Potenzial haben soll oder kann, sondern es liegt auch daran, wie beendet man die Saison. Beendet man die Saison, wir sind Erster und ich habe einen Vertrag hier oder dort, ich chill jetzt einfach. Oder man sagt, hey, get the job done, wir haben es so weit geschafft, komm, wir wollen die Meisterschaft auch gewinnen. Und das sehe ich in unserer Mannschaft. Jeder ist noch hungrig, um die Meisterschaft zu gewinnen, weil wir haben eine lange Saison gehabt, mit Up and Downs gehabt, mit Trainerwechsel und allem drum und dran. Und wir wollen natürlich auch allen beweisen, dass es uns jetzt nicht runterkriegt, sondern dass wir immer noch Nummer 1 sind in der Liga und dass wir auch darum kämpfen, um Meister zu werden. Wir sind so, du bist ja, ich glaube, fast sogar der einzige Bayer im Team. Also du bist ja gebürtiger Bayer, hast ja früher auch schon in München gespielt, warst dann so unterwegs und jetzt bist du wieder da. So ein Alleinstellungsmerkmal? Ja, halt für mich persönlich. Ich liebe München. Es ist ja meine Heimatstadt. Meine Familie wohnt hier. Und ich als Spieler oder als Mensch würde gerne hier bleiben. Und ich habe mich schon jetzt gerade als Familienvater, meine Frau fühlt sich wohl hier, meine Kinder sind hier auf die Welt gekommen. Wir wollen schon mal schauen, wie es dann weiter in der Zukunft aussieht.
Gibt es schon Pläne? Gibt es schon was Konkretes? Oder wirst du erst am Saisonende dann an den Verhandlungstisch? Ja, leider noch nicht. Ich glaube, jetzt ist so viel jetzt passiert, dass es jetzt noch keine Verhandlungen gibt. Und, aber ich bin mir sicher, dass es Ende der Saison natürlich immer Gespräche geben wird und dann hoffentlich, dass sie mich auch in Planung haben. Du bist 33, glaube ich, jetzt, richtig? Naja, das ist ein Alter, da kannst du ruhig noch ein paar Jahre machen. Also klar. Das sollte ja noch drin sein. Wenn es in München nicht weiterginge. Mhm. Aber es soll Deutschland bleiben oder sagst du, dann mache ich auch noch mal das Abenteuer Europa? Dann ziehe ich noch mal richtig so ein bisschen, vielleicht in dann, wo es wärmer ist, in den Süden oder so. Ja, ich meine, mit 33 ist es immer so ein bisschen schwierig, im Ausland da noch seinen Fokus zu haben. Ja, natürlich habe ich Interesse, irgendwann mal ins Ausland zu gehen oder mal eine andere Kultur einfach mal kennenzulernen. Ja? Wo es auch ein bisschen wahrscheinlich wärmer ist, wie du schon sagst. Ja, mal gucken. Aber ich hab einfach wirklich sehr gute Teams schon gespielt in Deutschland. Ich bin erfolgreich in einer Mannschaft, in einer Organisation. Halt, ich fühle mich hier wohl. Halt, ich möchte Meisterschaften feiern und das tue ich oder sehe ich am meisten halt bei FC Bayern München. Und wichtig ist, dass man halt seinen Namen irgendwann oben hat und natürlich auch irgendwann mal was erreichen möchte und mal gewinnen möchte. Und ich bin ein Erfolgsspieler und möchte natürlich auch den Erfolg weiterhin in einer erfolgreichen Mannschaft spielen. Dann bleib hier, sollst ja gar nicht weggehen. Also es war ja nur so, ob sozusagen im Hinterkopf sozusagen immer ein Plan B natürlich bereit liegen muss, gerade wenn dann so eine Saison langsam zu Ende geht. Aber ich will dich nicht wegschicken, im Gegenteil. Wäre schön, wenn du hier bleiben würdest. Du, danke dir. Ja. Dass du da warst und jetzt ja, wenn es zum Foto geht, bist du so einer, so eitel, der dann sagt, okay, wenn ein Foto, Tommy ist vorher noch hier, war auch nicht gemacht und Friseur und so. Wenn ich frühzeitig es weiß, dann ja, aber das kam jetzt ein bisschen alles so schnell, dass ich mich nicht darauf vorbereiten konnte, aber mir ist eigentlich Schnuppe. Ich sehe immer gut aus. Also im Prinzip, du bist ausgeschlafenes Land. Ich bin ausgeschlafen. Die Kinder haben gut geschlafen, ich habe gut geschlafen. Ich bin gut aufgewacht und bin bereit für die Fotos. Perfekt, dann stürze ich mal rein in den Fototermin. Dankeschön, danke. Zurück vom ersten Weltcup der Saison sind zwei Münchner Sportkletterer, eine Sportkletterin, ein Sportkletterer. Die Ergebnisse, nun ja, die lassen noch Raum nach oben offen, aber trotzdem schön, dass Sie heute dabei sind, denn es geht ja auch darum, wie wird sich das Ganze entwickeln für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Und ich sage herzlich willkommen zum ersten Mal heute im Studio. Afra Hönig, servus. Hi. Und Christoph Hanke, servus. Guten Abend. Ja, Afra, wenn wir jetzt mal so gucken, erster Wettbewerb, okay, manchmal sagt man ja locker reinkommen und dann schauen wir mal auf die Liste, dann gucken wir Afra, dann machen wir schon weiter nach unten und bei Platz 67 finden wir dich denn endlich. Puh, was sagst du denn selber? Ja, also es ist auf jeden Fall ein schwerer Wettkampf und das Feld ist ziemlich stark an anderen Kletterinnen. Und das sind natürlich noch mehr Einflussfaktoren als nur die eigene Kraft. Das gehört da viel dazu, auch vom Kopf her. Deswegen hat es noch nicht so ganz gereicht. Da ist definitiv noch Luft nach oben, aber wir haben ja noch ein paar Wettbewerbe dieses Jahr. Was lief denn nicht? Ich war relativ spät dran, was nicht unbedingt positiv ist, wenn da schon 20 Leute drüber geklettert sind oder in meinem Fall 49. Dann sind die Griffe halt auch doch ein bisschen schlechter als am Anfang. Zusätzlich hatte ich irgendwie vom Kopf her, hat es irgendwie nicht funktioniert. Meine Konzentration war auf jeden Fall nicht dabei. Die habe ich, glaube ich, daheim vergessen. Ja, und dann endet das auf Platz 67. Aber du kannst leben damit. Ja, ich kann leben damit. Also es hat sich nicht so angefühlt, als wäre ich so weit weg gewesen von einer besseren Platzierung. Deswegen denke ich, ist das nicht so schlimm. Christoph, du bist mal wieder bei den Boulderern gestartet, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Du bist ja eigentlich Spezialist im Lead-Klettern, also im Schwierigkeitsklettern. Da geht es ja wesentlich höhere Wände raus. Bouldern ist ja in Absprunghöhe, so 4-5 Meter. Und ihr seid ja bis zu 20 oder 30 Meter manchmal unterwegs. Warum diesmal der Trip zu den Boulderern? Ja, also einmal bringt uns Lead-Kletterern natürlich so ein Boulderstart auch was, da sich auch einfach das Lead-Klettern ein bisschen verändert hat. Die Touren sind einfach boulderlastiger geworden. Von dem her einmal so der Schritt zum Bouldern und natürlich die Ausrichtung auf Olympia. Ich starte einfach im Combined und deswegen versuche ich halt dann auch beim Bouldern irgendwie zu starten, um so eben alle drei Disziplinen mal so mit abzudecken. Okay, du hast schon angesprochen, Olympia. Combined heißt was? Drei Disziplinen, was wird gemischt? Also gemischt wird quasi das Lead-Klettern, das Vorstiegsklettern, das Bouldern und das Speed-Klettern. Und das wird an einem Tag dann durchgeführt, wisst ihr das schon? Oder sind es drei Wettkampftage, eine Disziplin und dann wird zusammengerechnet? Also ich schätze, das an einem Tag durchzuführen, glaube ich, das würde so den organisatorischen Rahmen sprengen. Deswegen denke ich, wird das auf verschiedene Tage auch aufgeteilt. Es kommen einfach jetzt schon in Einzeldisziplinen sehr, sehr große Start-
ja, also Startplätze, so von dem her, ne? Also wir hatten letztes Jahr in München, glaube ich, insgesamt über 400 Starter, das wäre dann, glaube ich, alles zu viel. Warum willst du es anpacken? Also warum willst du sagen, okay, du lässt diese Spezialdisziplinen nicht beiseite, aber du musst ja noch andere Disziplinen mit dazu nehmen, um eben bei Olympia starten zu dürfen? Ja, also Olympia ist halt, denke ich mal, so für einen Sportler einfach so das Größte, was man so erreichen kann im Sport. Also es gibt halt, ja, Olympia ist einfach jedem bekannt, das ist so das Nonplusultra für einen Wettkampfsportler gesehen, von dem her möchte ich es einfach probieren. Und ja, das ist der Grund, warum ich mich versuche, jetzt breiter aufzustellen. Wie kam es dazu? Hat der Verband, also der Deutsche Alpenverband in eurem Fall, hat der gesagt, wer will denn überhaupt sozusagen sich so ausrichten? Weil der muss ja gucken, welche Sportler sind in den einzelnen Disziplinen ja schon top und wer hat überhaupt eine Chance? Weil ich glaube, ein reiner Speedkletterer, der kann sich nicht viel ausrechnen bei so einer Dreierkombination. Ja, das ist richtig. Also im Endeffekt, 2 Jahre klingt jetzt halt noch relativ viel, sind es aber nicht wirklich. Also gerade für uns jetzt, die Boulder- und Lead-Spezialisten, für uns ist das Speedklettern ein komplettes Neuland. Wir müssen jetzt unsere Beine das erste Mal sozusagen trainieren. Und ja, da kann einfach noch unglaublich viel passieren, man muss auch unglaublich viel passieren jetzt noch. Von dem her, sage ich mal, die Leute, die jetzt sich auf Olympia fokussieren, denen muss das auch schon so ein bisschen reinlaufen, sage ich mal. Also es gibt natürlich auch einige, die sind so spezialisiert schon, das wird halt dann ein bisschen schwierig. Afra, das trifft wahrscheinlich bei dir zu. Du hast, glaube ich, ziemlich klar gesagt, nee, ich werde es nicht machen, ich bleibe beim Bouldern. Ja, genau. Also ich habe meine Entscheidung schon getroffen, bevor Olympia überhaupt zur Debatte stand. Das war damals mit 16, wo ich festgestellt habe, Leadklettern ist nicht so mein Fall. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe auch weniger Lust, das zu trainieren, weil es einfach sehr harte Arbeit ist und ich auch einfach nicht die Zeit dazu hatte und habe mich dann dafür das Bouldern entschieden und habe jetzt natürlich mit Studium auch nicht so viel Zeit, um in eine zu trainieren für 3 Disziplinen. Also für eine ist es schon machbar, aber auch grenzwertig. Und für 3 Disziplinen ist es, glaube ich, nicht mehr möglich, neben dem Studium her noch. Du studierst Maschinenbau? Ja. Das ist so für Frauen ja doch noch ein bisschen ungewöhnlich. Meistens sind es ja wahrscheinlich 90% Männer, die da so dabei sitzen. Ja. Wie lebt sich da so an der Uni? Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Beim Klettern sind auch nicht so viele Frauen gewesen früher. Heute sind es mittlerweile ein bisschen mehr. Mittlerweile ist es ausgeglichen. Ich glaube, jetzt beim Weltcup in Meiringen war es sogar relativ ausgeglichen. Gleich viele Männer wie Frauenstarter, was normal eigentlich nicht der Fall ist. Ja, deswegen ist es beim Maschinenbau auch kein Problem. Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt immer so 5, 6 Weltcups beim Bouldern und habt natürlich dann das große Saisonfinale ja dann in München im Olympiastadion. Was kommt denn bis dahin und vor allem wann ist der nächste Wettkampf? Genau, ich fliege jetzt dann am Donnerstag nach Moskau für den zweiten Weltcup in Samstag, Sonntag. Und dann bin ich eine Woche in München, bevor ich dann nach China fliege für die nächsten 2 Weltcups. Oh, eine gute Reisezeit. Funktioniert ja. Beim Studium dann wie? Du klingst dich dann dort aus? Ja, ich bin ja mittlerweile im 6. Semester und habe jetzt dann meine Bachelorarbeit, die ich eigentlich jetzt schreiben sollte, noch ein bisschen nach hinten verschoben und habe dann jetzt nur 3 Fächer und kann dann relativ entspannt trainieren und auch auf die Weltcups fahren und sollte das Studium dann nebenher auch noch ganz gut hinkriegen. Richtest du dann deinen Wettkampfkalender so ein bisschen Höhepunkt München aus oder ist es dann auch noch die Weltmeisterschaft, die ist im Anschluss? Da ich noch nicht weiß, ob ich für die Weltmeisterschaft qualifiziert bin oder nominiert bin, ist es jetzt erstmal München. Und ja, was dann noch passiert, werde ich dann im Laufe der Saison wahrscheinlich erfahren. Wie geht's denn bei dir weiter? Musst du jetzt auf allen 3 Wettbewerben permanent die Weltcups abklappern, um zu gucken, dass du dich ja dort A, von der Form her reinbringst und B, dann die dementsprechenden Qualifikationen schaffst, damit du dann bei Olympia dabei bist? Es sind ja nur 20 Athleten, die dann starten dürfen. Das ist richtig. Also die komplette Saison wirklich jeden Weltcup mitzunehmen, das würde, glaube ich, einfach schon so allein nicht funktionieren, weil ich dann einfach körperlich oder auch, sag ich mal so, mental einfach zu viel zu erschöpft wäre am Schluss und damit dann noch was Sinnvolles bei rauskommt. Deswegen ist bei mir so eher die Taktik, ich suche mir einzelne Weltcups raus, also in den anderen Disziplinen, um eben Erfahrung zu sammeln und habe eben trotzdem noch meinen Schwerpunkt dann beim Leadklettern. Könntest du problemlos dann immer starten? Ja, man muss das schon immer so ein bisschen abwägen. Es gibt natürlich so die Spezialisten, so wie jetzt Afra, denen natürlich dann Startplatz wegzunehmen, nur weil ich jetzt im Combine starte, das ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Ja gut, aber sie startet ja bei den Frauen. Das war jetzt bloß das Beispiel. Wenn jetzt jemand anderes natürlich von den Männern jetzt irgendwie berechtigte Chancen hat, da ganz vorne mitzumischen und seinen Startplatz für mich vergeben müsste im Combine, das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig. Was setzt man dann, ja. Wie viele sind jetzt dabei bei diesem Kader, der für Tokio ausgerichtet ist? Dieser Perspektivkader Tokio, glaube ich, so heißt er richtig. Genau, also im Perspektivteam vom DRV sind momentan 17 Athleten. Natürlich kristallisiert sich da jetzt so momentan so ein paar Leute einfach raus, die A, darauf ja auch Lust haben und B, darauf auch ernsthaft trainieren.
Du bist ja bei der Bundeswehr, genau, in der Sportfördergruppe. Das heißt, du hast freie Hand, wie du das alles einteilst, oder musst du auch noch Dienstzeiten abliefern, also sprich wirklich in Uniform richtig schön Wache schieben oder so? Also ich habe natürlich auch meinen militärischen Teil als Sportsoldat. Das sind eben Lehrgänge, die übers Jahr laufen, weil ich auch eine Dienstlaufbahn eingeschlagen habe oder auch einschlagen muss, da ich auch in einer längeren Förderung jetzt bin. Aber grundsätzlich bin ich natürlich, also der Hauptteil ist einfach, ich bin Sportler und mein Dienstplan ist sozusagen mein Sport. Und kannst du, solange du diesen Sport ausübst, bleiben bei der Bundeswehr? Ja, also solange ich natürlich die Kriterien erfülle als quasi Bundeskaderathlet, kann ich in dieser Förderung bleiben, ja. Nun, hast du es ja insofern abgesichert. Aber noch was, 1,5 Jahre Studium? Ja. So lange wirst du wahrscheinlich das mit dem Klettern auch machen können. Meinst du, du wirst das auch noch weiter fortsetzen können? Du bist ja nun nicht alt in dem Sinne. Ja, dann habe ich hoffentlich meinen Bachelor geschafft. Und was ich danach mache, weiß ich noch nicht. Ich wollte tatsächlich noch einen Master anhängen. Aber da lässt sich ja auch prima noch ein Jahr Pause unterschieben, indem man dann klettert oder trainiert. Aber gut, wie mein Leben dann in 1,5 Jahren aussieht, das weiß ja auch jetzt noch keiner. Deswegen lasse ich das einfach auf mich zukommen. Wir haben München schon angesprochen. Im August ist wieder soweit. Meistens ja 2. oder 3. Augustwochenende seid ihr dann in München. Kommt da vorher so ein besonderes Kribbeln auf? Ist das so der Heimfieberkomplex, der dann kommt? Ja, also nicht so wirklich. Ich habe noch nicht so viele Wettkämpfe im Ausland mitgemacht, deswegen kenne ich da eigentlich keinen großen Unterschied jetzt oder könnte keinen großen Unterschied sagen. Es ist natürlich schön, in München zu starten, weil man halt doch viele Leute im Publikum auch kennt. Meine Eltern werden auch da sein. Also das ist eigentlich schon immer ganz schön, aber ich kann das nicht wirklich vergleichen jetzt. Na, du wirst jetzt einige Erfahrungen sammeln. Moskau, China, okay. Danach, glaube ich, ist dann der Erfahrungsschatz ein großes Stück erweitert worden. Danke, dass ihr da wart. Auch wenn sozusagen der erste Wettbewerb vielleicht noch nicht ganz so zu eurer Zufriedenheit war, aber es ist schön, dass ihr gekommen seid, gleich mal ein bisschen Einblick gegeben hat. Und ja, wäre schön, wenn wir auch den Weg zu den Olympischen Spielen dann weiter verfolgen können bei dir und bei dir schauen können, wie sich es mit den einzelnen Stationen, ja, bis dann München wieder dran ist, verfolgen können. Also vorher erstmal danke. Dankeschön. Am 21. April ist es wieder soweit, Boxnacht. Live-Übertragung hier bei München TV. Zwei der Kämpfer, die dann im Ring stehen werden, ja, die haben heute erstmal Platz genommen. Und dazu der Trainer, der Promotor. Ich darf vorstellen, der Reihe nach. Mir gegenüber sitzt der Mann, wegen dem die ganze Boxnacht nach Weilheim verlegt wurde, Alexander the Great Rigas. Servus. Guten Abend. Dann zu meiner Rechten, schön, dass es geklappt hat, heute Emre the Lion Junior Chukwu. Servus. Und spontan eingesprungen, der Trainer, Promoter, Ex-Weltmeister Levent, ja, sollen wir jetzt sagen, der Senior Chukwu? Machen wir einfach, der Senior Chukwu. Servus. Servus, grüß dich. Ja, Levent, sag mal schnell, wir hatten eigentlich heute noch gerechnet mit Robin Krasnitschi, dem Münchner Kämpfer, der ja dann im Juni um den großen Titel, um die Europameisterschaft kämpfen wird. Er ist nicht da. Was ist los? Heute Vormittag Fotoshooting gehabt und Krafttrainer angerufen. Der muss nach Bad Bayerischer Wald rauf. Ach Gott. Nein, hätte er sich auch mal frei nehmen können heute, ja. Hätte er mal ein bisschen tricksen können. Das ist ein trainingsfleißiger Mensch, also das ist ein super Athlet. Okay, dann gehen wir noch ein. Weilheim ist der Austragungsort, weil du dort daheim bist. Boah, was für ein schlechtes Wortspiel, aber es ist halt einfach so. Alex, wie sieht's aus? Jetzt zum ersten Mal eine große Veranstaltung, die um dich herum ja aufgebaut wird. Im Profibereich ja. Ich freue mich auch, dass mein Promoter, Trainer mir die Möglichkeit gegeben hat, zu Hause zu boxen. Als Hauptkämpfer. Ich freue mich drauf, dort den Jungs, den Leuten ganz Weilheim, Schongau zeigen zu können, woran ich jetzt arbeite, wo mein Weg hinführt. Genau. Als Profi hast du gesagt, zum ersten Mal. Das heißt, du hattest ja vorher auch schon beim Amateurboxen und auch beim Kickboxen schon große Erfolge. Da auch schon Auftritt in Weilheim vor größerem Publikum oder wie war das da? Weilheim, größere Publikum waren halt immer so Volksfest. Das war halt das Einzige, sagen wir es mal so. Es gab jetzt keine Fight Nights oder so, es ist eher so das Volksfest, das war Stamm, wo halt zweimal im Jahr dort geboxt wurde in Weilheim und war immer sehr gut befüllt. Also man kann schon großes Publikum dazu zählen. Tja, diesmal schaut es anders aus. Ja. Die Halle ist voll. Ich glaube, Karten ist nicht mehr allzu viel zu haben. Ja, wie viel werdet ihr haben live in der Halle? Also 900 dürfen wir haben und bis jetzt sind 600 bis 700 Karten weg. Gut, das ist im Vorverkauf sicherlich eine runde Nummer. Ist Alex ein Typ, der zieht in Weilheim? Merkst du das? Er hat ja da einen Namen. Ja, der ist sehr beliebt. Auch, wie er vorhin gesagt hat, der ist in den Volksfesten Weilheim und Umgebung immer der Volksheld gewesen. Wenn Peißenberg eine Boxveranstaltung macht, dann ist die Bude voll. Und dadurch ist er auch sehr beliebt in Peißenberg und Umgebung. Und dadurch haben wir auch sehr viele Fans von Alex bekommen.
Und dein Gegner wird sein Attila Koros aus Ungarn. Der hat, ich spick schnell, 15 Siege, 14 Niederlagen, ein Unentschieden. Also eine recht ausgeglichene Bilanz. Hat allerdings 11 seiner 15 Kämpfe durch Knockout gewonnen. Also der will's wissen. Er will's wissen, ich aber genauso. Ich bin heiß drauf. Der hat mich schon ein bisschen angeschaut. Ich weiß, was ich tun muss. Wenn nicht, habe ich ihn an der Seite, der es mir sagen wird. Und ja, ich bin gut vorbereitet. Wir hatten harte Sparings-Vorbereitungen die letzten 3 Wochen. Davor harte Vorbereitungen, ob jetzt im Bayerischen Wald, ob jetzt CrossFit, was auch immer. Also ich kann sagen, ich bin topfit, motiviert. Das heißt, du kannst ansagen, 8 Runden wird das nicht werden, so wie vorgesehen. Ich bin jetzt kein Mensch, der wo frühzeitig jetzt hat, was voraussagen möchte. Ich bleibe auf dem Boden, ich werde ihn analysieren im Ring und wenn es frühzeitig wird, wird es frühzeitig, aber ja, da muss er auch daran arbeiten. Also ein Boxer, der nicht ein bisschen hier klappern zum Geschäft mit ja, zunimmt, klappern, klappern. Jetzt am Anfang, glaube ich, sollte man noch einen Ball ein bisschen flach halten. Deswegen, also ich bin schon heiß drauf, klar frühzeitig zu gewinnen. Cool, dann stellen wir dir mal den Titelträger, den aktuellen im lockeren Spruch vor, nämlich Emre the Lion Junior Chukwu. Du wirst diesmal den vorletzten Kampf bestreiten. Ist es ein bisschen so schwierig, sich hinter Alex anzustellen? Nein, zum Glück. Ich kann mal ein bisschen früher boxen. Bin nur mal froh, dass ich mal auch mal ein paar, vielleicht seinen Kampf dann mal angucken kann. Das ist doch immer traurig. Ich bin immer in der Kabine, die Jungs boxen und ich kann mir nie die Kämpfe von denen anschauen. Und warum nicht? Das ist sein Zuhause. Zu Hause bin ich. Hier bei uns zu Hause boxe ich als Hauptkämpfer. Jetzt sind wir bei ihm daheim und jetzt kann der Alex sich mal präsentieren und die ganze Halle ist heiß auf den The Great. Und macht einen das so ein bisschen mürbe, dann, wenn man in der Kabine ist? Man hört ja von draußen den Lärm, man kriegt mit so ein bisschen, was passiert, indem man nachher die Ergebnisse zugesagt bekommt. Aber du bist ja nicht dabei, du spürst ja nur so ungefähr, was da passiert. Ja, also Vertrauen gegenüber meinen ganzen Teamkollegen ist natürlich da. Also ich würde niemals denken, dass jetzt einer runtergeht. Aber wenn jetzt die Halle aufschreit, dann ist es immer noch Boxen, ist immer noch Kampfsport. Da kann der Alex untergehen, aber genauso auch der Gegner. Und da stellst du dir die Frage, boah, was ist passiert? Und dann beauftragst du einfach einen von deinen Jungs und sagst, hey, geh mal schnell runter und schau mal, was da gerade los ist. Und dann läuft immer einer hoch und runter und sagt zu dir, ja, der Alex hat ihn gerade runtergehauen, ja, der Alex hat gerade gewonnen. Und ja, ist schon schwer, weil du bist emotional natürlich mit den Jungs verbunden und da fieberst du natürlich mit, du trainierst mit den Jungs, du hast Sparring mit den Jungs, ihr schlägt euch im Training und da wünschst du dir natürlich, dass die Jungs genauso gewinnen. Dann ging aber sein Dragan Pesic aus Bosnien, der hat 1 Sieg, 5 Niederlagen, du mittlerweile in 9 Kämpfen und Profikämpfen ungeschlagen, also das klingt nach einer relativ klaren Sache, du hast da ziemlich die Favoritenrolle. Ja, Favoritenrolle haben viele Leute, aber es kann auch schwer nach hinten losgehen. Ist ein gefährlicher Mann, beim Boxen nicht viel gerissen, aber ist im Bereich MMA sehr stark. Und gerade diese Leute sind sehr gefährlich, weil die sehr unorthodox kommen und mit nicht zu erwartenden Schlägen kommen. Aber es ist bewusst ein etwas schwächerer Gegner gewählt worden, weil am 2.6. ein größerer Kampf bevorsteht. Welcher? Komm, jetzt hast du schon angesprochen, lass raus. Jetzt lass die Bombe platzen. 2. Also Juni. 2.6. 2. Juni boxe ich in Bad Tölz in der Wii Arena um den EBU-EE-Europameisterschaftstitel. Nochmal? EBU-EE-Europameisterschaftstitel. Ich wollte nur gucken, ob du das 2-mal unfallfrei rauskriegst. Was heißt das? Was ist das? Also der Verband EBU hat 3 Titel als Europameister. Einmal den EBU-Europameister, das ist der Haupttitel. Das ist komplett die Europäische Union, also die Europa komplett. Dann gibt es einmal EBU-EU, das sind für die EU-Länder. Und einmal gibt es dann den EBU-EE, die Länder, die in Europa sind, aber nicht in der Europäischen Union. Und deswegen boxe ich den Europa-EE-Titel. Also komplizierter konntet ihr das nicht machen, Levent, oder was da los? Ja, das ist, müsst ihr ganz normal sehen. Auf der Welt sind sehr viele Boxer, ne? Und die wollen irgendwie an die Spitze ran. Und dass man an die Spitze reingeht, gibt es mehrere Titel. Und es gibt halt dann natürlich die Möglichkeiten für die, die nicht in der EU sind, für die Mitglieder, also nicht EU-Länder, die Möglichkeit, dass sie auch Europameisterschaft werden und sich damit qualifizieren, für den nächstgrößeren Gürtel zu boxen. Das ist einfach technisch ganz gut gemacht. Und der, wo in EU-Land lebt, und der darf halt dann um die EU Gürtelboxen. Das finde ich. Aber ist das nicht ein bisschen verwirrend? Also gerade für den Zuschauer gibt es ja mittlerweile so viele Titelträger. Das heißt,
Interconti, international, genau. Jetzt EBU-Geschichten. Es gibt ja auch den Interims-Weltmeister und den Weltmeister. Entwertet das nicht so ein bisschen diesen Titel, weil der Zuschauer selber, der sich nicht mit dem Boxsport in der Tiefe befasst, der kann es nicht einstufen? Ja, wir müssen ja uns qualifizieren, um dass wir in die Rangliste kommen, dass wir mit den Punkten hochkommen, dass wir sagen, wir sind bereit auf eine größere Titel. Zum Beispiel gibt es bei der WBC den Mediterran-Titel, Mittelmeertitel. Also sind wir als Türkei Mittelmittel, Griechenland Mittelmittel, darf auch um den Titel boxen. Und die, wo dazugehören, Italien. Also es gibt dann interkontinentales Bereich. Also damit schaffst du dir den Weg frei, dass du demnächst um den ganz großen Titel boxen kannst. Also wenn ihr dann Veranstaltungen im Mittelmeer macht, da komme ich dann gern so zur Übertragung. Bist herzlich eingeladen. Ja. Da mache ich dann Woche lang knallharte Berichterstattung. Als Ringsprecher? Aber da, wo du dann im Mittelmeer die Sprache dann sprechen musst, so wie Griechisch oder Türkisch. Ich glaube, in beiden Sprachen, Griechisch wie Türkisch, ist mein Vokabular eher aus der, nennen wir es mal, Umgangssprache. Ja, okay. Und, liegt eigentlich Russland noch im Mittelmeerbereich? Nein, gell? Naja, mit viel Fantasie vielleicht müsste man drauf kommen. Alex, wie ist denn das? Du hast ja nun griechische Wurzeln mit in der Familie. Wird es da wahrgenommen irgendwann so in Griechenland, deine Karriere? Oder bist du dort der total Unbekannte? Noch, ja. Noch bin ich der Unbekannte. Wir werden jetzt dann bald mal das angehen, auch mit dem Fernseher. Familie dort unten, Bekannte, die wissen Bescheid. Die schauen das auch über Fight24 dann, wo man halt diesen Online-Stream anschauen kann. Schauen die das halt mit. Nicht über München TV? Na, leider nicht. Doch, ich weiß kann man nicht. Auch über... Kann man, dann kann man Werbung, dein, Leute, dein Chef München weiß TV. Bescheid. Wunderbar. Sie wissen Bescheid, wir werden es noch mal schön mitteilen, meinen Cousinen, Cousins, dass sie dort genau runter über den Kanal schauen. Wo es auch empfangbar ist. Genau, das ist halt das Nächste. Nein, also sie schauen es an, wo sie es können, und, aber unten gibt es leider noch keine Kanäle, die das übertragen haben bis jetzt. Eine der drei Kämpfe. Elmar hat angekündigt, für ihn steht dann am 2. Juni eben dieser Titelkampf an. Bei dir war ja auch so ein bisschen der Plan, gucken, auf die deutsche Meisterschaft zu gehen. Richtig. Wie nah seid ihr dran? Wie lässt sich das realisieren? Kannst du oder Levin was zu sagen? Ja, er muss sich jetzt gegen den starken Gegner, auch wenn jetzt du sagst, ja, das ist Aussegeln, da ist einer, der in der Gewichtsklasse was sich bewegt, also der muss den schlagen, und wenn er den schlägt, werden wir die nächsten Schritte machen. Und der ist ja auch in Bad Tölz mit dabei. Da wird er auch noch mal einen Kampf machen. Dann hat er seinen 6. Kampf. Dann können wir schon ein bisschen darüber reden, ob wir dann die Deutsche dann boxen können. Okay, gibt es dann auch mittlerweile dann irgendwann so eine interne im Team, so eine Ordnung, dass der einen Titel hat, ist dann klar, auch im Team die Nummer 1, auch wenn andere Gewichtsklasse. Wie ist das, Emre? Bei uns ist das komplette Team die Nummer 1. Also keiner ist jetzt, es gibt natürlich Zugpferde, das bin jetzt ich, weil ich der Erfahrenste bin jetzt im Profigeschäft, muss ich jetzt sagen. Aber so, dass sich jetzt einer sagt, ja, ich habe hier das Sagen, ich bin der Team-Captain oder ich bin die Nummer 1 oder so, das gibt's nicht. Wir greifen uns alle unter die Arme, wir motivieren uns gegenseitig und wie gesagt, wir als Team sind einfach die 1. Bei dir hat es im bisher letzten Kampf im 9. Jahr hingehauen, dass du den ersten Knockout sozusagen geschafft hast, erreicht hast. Manche wollen es auch gar nicht so hoch bewerten, dir war es, glaube ich, auch nie so wichtig. Aber so ein kleiner Rand war dabei, dass du einen Knockout geschafft hast. Dein Papa hat es nämlich als Profi nie geschafft. Doch. Was? Ich habe einen vorzeitigen gewonnenen Kampf, der wohl leider mein erster Kampf nicht als im Boxring eingetragen. Weil der ausgerutscht ist, der Gegner. Na, was war das? War das was Besonderes noch für dich oder war es einfach eine Frage der Zeit? Ja, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, von der Reife. Also, wie du sagst, wir Chukos sind nicht gerade bekannt für unsere Schlaghärte oder für unsere K.O.-Quote. Ja, ich habe hart daran gearbeitet. Das war so quasi meine Schwäche, wo ich wirklich gesehen habe, wo die Trainer gesehen haben. Und daran haben wir hart gearbeitet. Ich war jetzt oft genug beim Sepp Maurer im Bayerischen Wald im Krafttraining, habe mir Kraft zugelegt. Aber ich glaube, der springende Punkt bei mir ist einfach, dass ich viel zu sicher boxen will. Ich habe einfach, bin viel zu vorsichtig damit, dass ich nicht getroffen werden will. Ich mag es einfach nicht. Und auch wenn ich sehe, dass der Gegner angeschlagen ist, ein angeschlagener Boxer ist immer noch ein gefährlicher Boxer, ziehe ich immer noch zurück und denke mir, ja, okay, ich habe den Sieg in der Tasche, dann nehme ich einfach nochmal einen Punktsieg. Diesmal hat es doch geklappt. Diesmal war ich ein bisschen hungriger drauf. Es ist natürlich was Schöneres als ein Punktsieg. Es ist ein geiles Gefühl. Und dadurch habe ich mir auch den Namen erarbeitet durch den Tobias Drews. Der nennt mich nicht mehr Lion Junior, der nennt mich jetzt The Better One Chukur.
Er schmunzelt, okay. Du kannst damit leben. Ihr habt gerade in der Vorbereitung auch trainiert, zusammen mit Arthur Abraham. Also das ist ja nun wirklich ein Kracher, das ist ein Name im Boxen. Wird er nochmal zurückkommen oder hat er einfach für dich nochmal eine kleine Trainingseinheit eingelegt, um seine Erfahrung weiterzugeben? Also er boxt jetzt am 28. April gegen einen Rechtsausleger und in der Gewichtsklasse Supermittelgewicht bin ich einer der wenigen Supermittelgewichtler, die den gleichen Stil haben wie der Nielsen. Da haben sie mich gerufen zum Sparring. War natürlich keine Frage, dass ich da nicht hingehe, sondern sofort Tasche gepackt, ab in den Flieger und rüber nach Berlin. Sparring gemacht. Also man sagt zwar, er ist alt und technisch begrenzt, aber es ist immer noch Arthur Abraham. Also der Junge ist immer der Mann, ist immer noch gefährlich, erfahren, ein absolutes Distanzgefühl und hat mir sehr gut getan, sehr viel Erfahrung mitgenommen. Ja, ein Arthur Abraham sollte man nie so schnell abschreiben. Also es ist ein alter Ringfuchs und die Leute brauchen sich nicht wundern, wenn er nochmal den Weltmeisterschaftstitel kriegt. Wir werden mal schauen, wie viel du von ihm mitgenommen hast. Am 21. kannst du schon die ersten Sachen zeigen. Am 2. Juni, da geht es dann wirklich um die Wurst, um den großen Titel. Ich drücke dir die Daumen, dir auch, Alex. Und dass du nicht noch irgendwann die Heimnervosität bekommst, dann in Weilheim. Levin, danke, dass du eingesprochen bist. Gruß dann an Robin. Wir hoffen mal, dass man irgendwann kriegen wir noch mal hier rein, wenn er noch eine Vorbereitung nicht dann. Ja, den werden wir bestimmt vor dem 2.6. noch mal raufbekommen. Ja, da machen wir noch mal. Danke an die Runde. Wir sehen uns alle am Samstag wieder. Ab 23 Uhr läuft es dann Boxnacht hier bei München TV. Ich sage Servus für diese Woche. Kommenden Montag sehen wir uns wieder.